Hallo meine lieben Leute und Leutinnen! Wir sind wieder zurück, die Teenagers vom Mars, und wir machen natürlich wieder weiter mit unserem Dune-Projekt, denn ihr wisst ja, Microsoft Flug Simulator hat ein Update rausgebracht mit den Dune-Herausforderungen. Wir haben ja schon ein Video dazu gemacht und heute machen wir die anderen Herausforderungen, die anderen drei Herausforderungen von diesem Dune-Update. Von der Touch-and-Go-Herausforderung. Und wie es da ausgeht, da seht ihr gleich nach einem kurzen Intro. Das war Star Wars, oder? Oder eher Star Trek. Ja, aber eher R2-D2. Beam mich hoch, Scotty. So, wie ihr seht, wir haben ja bei den Touch-and-Go-Herausforderungen einmal das Wüstenrennen schon erfolgreich beendet mit einem C und Loch im Fels auch mit einem wunderbaren C. Und heute geht's Rennen nach Arakeen und freier Fall vom Berg und Canyon Rush. Ich würde sagen, wir fangen an mit natürlich Rennen nach Arakeen. Arakeen. Du erzählst das so, als ob C so richtig gut wäre. Ja, für mich schon. Ja, okay. Aber Simon? Ja? Beim letzten Mal war so, haha, shishi, hihi, pupup, ne? Jetzt ist das wieder ein Duell zwischen uns beiden. Richtig, natürlich. Wir haben drei Herausforderungen. Wer die meisten Punkte und best abschneidet, gewinnt dieses Video. Ja, wir legen wieder unsere ganze Männlichkeit auf den Tisch und machen natürlich wieder eine Dune 1 gegen 1 Challenge mit Entrocopter. Warte, ich mache einen richtig männlichen Spruch. So lang ist der Tisch gar nicht. Witzig. Ich fliege schon los, übrigens. Also ich bin schon unterwegs mit der Libelle. Mir steht Mission beginnt in 3, 2, 1. Boah, ey, ich finde das so cool. Oh, da sehe ich den Landeplatz. Ah ja. Wieso habe ich hier schon Geist? Ja, mach mal den Geist aus. Okay. Ich habe den Geist angelassen. Du kannst der Geist sein. Warum müssen wir hier durch das Loch? Ein Geist. Alter, was? Was für ein Loch? Das Loch hier unten. Da ist kein Loch. Da ist ein Loch. Landeplatz. Komm, lande. Lande, lande. Nee, lande doch. Hätte man auch über den Berg einfach fliehen können? Oh, ja. Hätte man. Man muss nicht durch den Canyon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also die erste Landung war richtig kacke. Bei mir doch auch. Aber ich bin vorm Geist aktuell. Ich stehe nur in der falschen Richtung. Wer ist denn dein Geist? Weiß ich nicht. Melissengeist, denke ich mal. Genau, der labert wieder Scheiße. Perfekt. Willkommen bei den Teenagers vom Mars. Einfach mal ignorieren. Kann man damit auch eine Schraube machen? Ja, kann man. Sehr gut! Ja, alles. Nein! Er ist abgestürzt. Niemand hat diese Taste gedrückt, was soll das? Oh Gott, oh Gott. Er ist abgestürzt. Mann, ich nehme diese Scheiße nie ernst genug. Jetzt verliere ich hier schon wieder gegen den Simon. Ich glaube nicht, ich bin sehr langsam. Aber wo unterscheidet sich das jetzt zu der anderen Herausforderung? Okay. Ah, das war eine richtig kacke Landung, aber die hat gezählt. Hahaha, Idioten! Ist jetzt auch irgendwo nur so ein Rennen, oder? Ist ein Rennen, ja immer. Ist ja immer ein Rennen. Okay. Oh, ich habe glaube ich keine Power mehr. Ich habe keinen Boost mehr. Nö! Alter, da ist die Stadt im Hintergrund. Ich sehe sie. Mich würde mal interessieren, ob die gut modelliert ist. Mann, der landet aber auch extrem langsam, oder? Komm schon! Ja, ja, immer. Oh, komm schon. Geh runter, geh runter, geh runter, geh runter, geh runter, geh runter. Ich habe die Mission abgeschlossen. War nicht gut? Ich habe die Mission nicht abgeschlossen. War nicht gut? Aber ich habe ein C. Also... Diese Bremse. Okay, zählt. Okay, zählt. Fährt man überhaupt das Fahrwerk noch raus, rein? Ja, ich mach das immer. Ich natürlich auch. Ich habe auch keinen Boost mehr. Ach, dieses AB ist das, ne? Ich weiß nicht genau. Bin mal gespannt, wie lange du brauchst. Ich bin bei 3 Minuten 4. Alles klar, ich hab gewonnen. Ja, ich bin zweimal über die Plattform geschossen. Ja, ich hab 2 Minuten 34. Insgesamt. Was macht dieses Ding? Ich finde, das ist auch sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, um ehrlich zu sein. Mit dieser komischen Bremse und so. Müsst ihr euch unbedingt mal herunterladen und mal selber fliegen. Das ist echt was ganz anderes mal. Nutzen Sie den Nachbrenner mit Sorgfalt. Verwenden Sie ihn hauptsächlich beim Start für die Beschleunigung. Jetzt kommt er mir mit Nachbrenner am Ende. Okay. Ja, ich habe ein C. Wie viele Minuten? Ja, genau. Okay, also erste Herausforderung geht an mich.
Ja, okay. Okay, freier Fall vom Berg. Freier Fall vom Berg. Dieses Rennen beginnt an der Spitze des Schildwalls, dem massiven Plateau des Das, die Städte von Arrakis umschließt und sie von Korrosionsstürmen schützt. Okay. Möchtest du anfangen? Ich fange ein bisschen an, ja. Ist schon losgeflogen? Dann fliege ich jetzt hinterher. Bin jetzt losgeflogen, ja. Ah, freier Fall heißt ja, wir können wieder unseren Knopf drücken, unseren Lieblingsknopf, dass wir frei fallen dürfen. Ja, aber es kommt hier nochmal ein Landeplatz anscheinend. Ah, okay. Mission beginnt. Mann, dass wir nicht landen können, haben wir doch jetzt schon oft genug bewiesen. Guck mal, da sind die Ballone im Hintergrund. Den Nachbrenner soll ich dann benutzen? Zum Starten. Nee, nachdem ich die Klippe runtergefallen bin, hat er gesagt. Weiterfliegen. Denken Sie an Ihr Training. Ja, jo, tatsächlich, dann kommt erst ein Landeplatz hier noch. Ah ja. Juhu, ich falle! Boah, ich liebe das, ne? Kann man den lenken noch dabei? Ja, so ein bisschen. Oh! Nö, ich bin abgestürzt. Wie unfair. Oh. Ich kam mit zu vielen Knöpfen auf einmal nicht klar. Mein Kopf hat ausgesetzt. Und was passiert? Bin drüber gepaced, aber ist okay, ist okay. Nicht abstützen, nicht abstützen, nicht abstützen, nicht abstützen. Hallo, gib doch Gas. Ich bin schon wieder. Was war jetzt nur einmal so ein Sturzflug? Ich bin schon wieder abgestürzt. Was ist jetzt los? Muss ich hin? Wo ist der Endanflug? Speedbonus! Ey, und jetzt fliege ich drüber oder was? Was ist das denn? Kann den so leicht noch steuern, ne, wenn der fällt. Geil, 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 geil. Komm, gib Gas. Ja. Oh, oh. Ja. Oh, man kann... Nein, was? Was? Die Landung war zu hart. Ey, man kann ja doch im Sturzflug noch den Nachbrenner benutzen. Oh, okay. Oh, die Landung wird auf jeden Fall nicht so hart. Ey, wenn du die Bremse drückst, geht der nicht mehr runter, ne? Ne, der steht dann in der Luft. Die Verwendung der Flügelbremse ist nicht so einfach, wie es aussieht. Nee, da hast du recht. Die Verwendung der Flügelbremse ist nicht einfach. Was? Wieso bin ich abgestürzt? Ey, hätte ich die Landung gut gemacht, hätte ich mir eine Minute gespart, ohne Scheiß. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen gemacht. Kuchen gemacht. Kuchen gemacht. Ich mag keinen Kuchen. Okay. Okay. War mein Statement rausgehauen. Okay. Ich mag ja, ich esse immer fettig zum Kaffee. Okay, ja gut. Wir brauchen eine Zeit von dir, Simon. Ja, ich hab gleich eine Zeit für dich. Drei Minuten? Jetzt. Das war ein solider Versuch. Hast du 3 Minuten gebraucht? Nein. Ich habe 2:53. Ja, 2:25. Woo! Okay. Deutlicher Sieg. Deutlich, deutlich. Ja, ich bin dreimal abgestürzt, glaube ich. Dann ab ins Tutorial mit dir wieder. Ich würde sagen, ab in die nächste Challenge. Die heißt Canyon Rush. Canyon Rush. Das war's für uns. Gute Special Effects, oder? Der rote Spalt ist eine der heftigsten Umgebungen auf Arrakis und die ultimative Herausforderung für Ornithopter-Piloten. Na dann. Okay, okay, Ornithopter, ja, okay. Boah, fliegen wir jetzt mit Licht oder was? Aber ich sehe noch kein Licht. Oh, jetzt habe ich Licht. Muss man das selber einschalten? Nein, 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 nein. Macht er schon für dich. Ich sehe schon den ersten Landeplatz. Der rote Spalt. Leute, wo ihr wieder dran denkt, ne? Also, das sind auch eure Gedanken, nur schämt euch. Okay, ich habe an gar nichts gedacht, aber gut. Okay. Ja, ich auch nicht. Ja, das ich sag ja nur, wo die Leute wieder dran denken. Ah, ja, die Leute. Die Leute wissen. Okay, ah, das Lied kennen die Leute nicht, deswegen muss ich weiter singen. Nee, nee. Wow, das ist aber eng hier. Das ist eng hier. Bitte, bitte wer? Bitte wer? Das war keine gute Landung? Das war keine gute Landung? Alter, ist das eng hier. Man nennt ihn nicht umsonst den roten Spalt. Mann, hör auf jetzt damit. Das rote Gummiboot.
Mann, jetzt wird das hier so ein Scheiß. Ein Scheiß, Alter, ist das geil hier. Wo geht's denn hoch? Ach, hier hoch. Okay. Oh Gott, er redet okay. von hoch. Ich bin hier immer noch im Spalt. Okay, Alter. Wie nice. Und jetzt können wir Sturzflug machen oder was wieder? Ja, sicher. Schön Sturzflug hier rein. Alter. Wie geil. Nice. Hä, hey, was? Wieso stürze ich die ganze Zeit ab? Das war doch absolut legit. Ahnung. Ich weiß es doch. Er will mich komplett ficken. Ich weiß es doch auch. Okay, ich habe keinen Bock mehr. Okay. Also, ganz ehrlich, ich bin doch da safe nicht drangekommen. Ich habe nur noch einen Landeplatz. Bumm. Ich habe den ersten gerade mal geschafft. Ja, gut. Ja. Das ist ja auch eine Herausforderung hier. Also, was Schwereres. Nicht so okay. einfach, nicht mal lala. Hier, Shishi. Warum merke ich mir den Satz? Du brauchst Hilfe? Ach, das ist aber auch was Schweres. Hä? Jetzt. Wo brauchst du denn deine Hilfe hier? Wie geht's denn jetzt hier raus? Hier oben. Hoch oder was? Nach oben! Okay, die Strecke ist geil. Die Strecke ist richtig geil. Ja. Das ist wenigstens eine Herausforderung. Warum drückt er sich immer nach. Hallo, Alter, was ist das denn für ein enger Spalt hier? Jetzt Alter, ich Fahrwerk habe ich nicht mehr geachtet. Ich habe meinen Kopf eingezogen. Fopp. Na, du hast so einen richtigen Flop. Ein Floppy. Ja, komm, ich lande. Ja, perfekt, ich bin fertig. Weißt du, für was die so eine Challenge hätten einfügen müssen? Nein. Für Helikopter. Sowas in der Art. Jetzt nicht so spacig abgedunt. Ja, aber abgedunt. Haben sie selber gemerkt, dass man die Scheiße fliegen kann und dann gibt's auch nicht so Challenges, oder? Ja, nicht stimmt. Falsch informiert. Nee, alles gut. Ja, hast du recht. Denken Sie an Ihr Training. Aber das ist ein geiles. Also müsst ihr unbedingt mal nachfliegen, Leute. Unbedingt mal nachfliegen. Müsst ihr nicht. Nee, wenn ihr nicht so frustriert sein wollt wie ich, müsst ihr nicht. Okay, müsst ihr nicht. Solltet ihr aber. Alter, hat das Spaß gemacht. Ey, wie kann man dieses Flugzeug fliegen? Gib mir einen Jet und ich baller hier durch, ohne Scheiß. Oh, wie geil wäre das denn? Mit der F-18 ja. dadurch. Boah. Man muss hier richtig am Knüppel drücken, ey. Finde ich gut. Auch wenn ich verliere, finde ich diese Challenge sehr gut hier. Bisschen vorwärts, bitte. Mega gut. Und es wird gleich noch enger, sagst du? Ja, boah, mein Ende, Alter. Nein, ich drück aus Versehen den Knopf. Mich eingeschissen. Boah, so viel. Oh, komm schon, Baby, rum hier. Rum hier. Oh nein, ich habe keinen Boost mehr. Was ist dein Problem? Was, durch den Schlitz müssen wir? Ja. Ich habe meinen Kopf eingezogen. Ich hätte vielleicht doch nicht die Flügel ausklappen müssen, zuklappen müssen. Nein. Verliert man Field Speed, wenn man das Fahrwerk die ganze Zeit draußen hat? Ich glaube nicht. Oh, ich verkack komplett den Absturz. Ach, den Abstand, nicht den Absturz. Halt die Fresse. Was denn? Ich hab nicht gedacht, das war meine Aufnahme. Ja. Ich hab so einen Knopf, da drück ich immer drauf, da lacht er. Ja. Jetzt geh auch runter. Mein Gott. 5 Minuten 13. Na, guck mal, ich habe die Hälfte gebraucht. Ernsthaft? Ja. Boah. Ich habe aber ein C. So, Leute, wir haben die 3 Challenges erfolgreich beendet. Ich bin heute der Nochmal Sieger. Nochmal kurz erfolgreich. Wir haben überall ein C. Auch du, oder? Ja, aber C ist gut. Okay. C ist gut. Also, wenn ihr das auch mal nachfliegen wollt, dann macht das gerne. Schreibt mal eure Punktzahl oder eure Zeit in die Kommentare. Ansonsten viel Spaß mit diesem geilen Update. Philipp, warst ein guter Mitflieger. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut ihr rein. Adios, amigos. Unten muss die Gurke rein. Voll die Teilnehmerurkunde hier bekommen. Du warst ein guter Mitflieger. Hier ist deine Teilnehmerurkunde, du kleiner. Warte, Hurensohn. Ich hab den Piepkopfen, die gar nicht so schnell anmannen. Dann musst du vielleicht nachher nochmal. Ich hab hier keinen Piepknopf. Wo ist er denn? Ihr wisst, was ich meine.